Das Team von Hydrotech aus Wohlen in der Schweiz ist dagegen spät dran. Der einzige Schweizer Bot auf dem Planeten und deshalb bei den deutschen Kämpfen dabei. Noch arbeitet man fieberhaft, um Hydrotech zum Kampf startklar zu haben. Jürgen, sind die Mechaniker bereit? Wir sind in der Box von Hydrotech und das ist ein sehr schönes Modell, wie ich finde, denn es ist Swissmade. Wir haben eine Schweizer Crew hier adoptiert nach Deutschland. Sehr schön, dass ihr hier seid. Das wirkt sehr kompakt, also ich wüsste gar nicht, was da schief gehen sollte eigentlich im ersten Kampf. Ja, wissen wir auch nicht. Keine Ahnung. Kommen wir mal zu den Waffen, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also, die erste Waffe. Boah. Hammer. Können wir den vielleicht mal heben? Das heißt, dieser Hammer schlägt nur nach oben oder ganz auch nach hinten runter? Hier runter. Okay. Und wenn da jemand ist, dann gute Nacht, Heidi. Ja, würde ich mal sagen, ja. Okay. Aus Wohlen in der Schweiz. Hydrotech. Eine wirklich schweiztreibende Arbeit, diesen Roboter zu bauen. Einen Meter lang und mit Hammer und Lifter sicherlich optimal bewaffnet, aber mit Aluminium denkbar schwach gepanzert. Roboteers, stand by. Links das Not Perfect Team mit der kleinen Christina Kappler, vorn rechts das Team Daldorf mit Stefan Duhl an der Remote. Und hier die Hydrotech Crew, sie steuern Waffen und Antrieb mit getrennten Remotes. Es scheint Verzögerungen zu geben. Was ist da los? Daldorf wurde an die Bande gefahren. Daldorfs Waffe scheint zu klemmen. Ganz offensichtlich ist die Arretierung der Waffe noch an Bord. Ja, so kann's gehen. Hier ist Derek Foxwell bei der Sache, der Cheftechniker von Robert Wars persönlich. Scheint alles ein bisschen tricky zu sein bei Daldorf. Stefan Duhl, der Teamkapitän, ist bereits dazugekommen. Er ist besser mit diesem Sicherheitsbolzen an seinem Bord vertraut. Aber das Ding will sich nicht lösen lassen. Derek Foxwell schaut dem Teamchef von Daldorf skeptisch über die Schulter, aber jetzt wurde ja auch langsam Zeit, löst sich das Teil, alles klar, es kann losgehen. Nun also auf ins Kampfgetümmel. Sir Killerlord, 280 Kilo Lebendgewicht, wer ihm unterliegt, ist platt. Und Mathilda, die signalisiert, auch sie ist bereit. 3, 2, 1. Und die Robots starten durch wie Urzeitmenschen, die sich auf ein Mammut stürzen. Not Perfect aktiviert hier schon den Pit. Hydrotech knapp an der Grube vorbei, die sich senkt. Noch kein Kontakt der Bots. Aber jetzt greift Not Perfect Daldorf an. Und er scheint Probleme zu haben mit seinem Motorring. Ist da vorhin was beschädigt worden? Leitet er im Team. Und da kommt Sir Killerlord. Glück gehabt. Nur was hat der Not Perfect da versucht? Hydrotech bringt sich ins Spiel und Wahnsinn, Daldorf sauber versenkt ein reichlich kurzes Gastspiel, das er hier gegeben hat. Not Perfect im Clinch mit Hydrotech. Wir versuchen ihn zu liften, aber Not Perfect entkommt und hier die Wiederholung. Daldorf entgeht knapp der Attacke von Sir Killerlord und landet flugs darauf im Pit. Saubere Aktion von Hydrotech. Betroffenheit beim Team aus Homburg. Und ich sehe, die Kampfzeit läuft allmählich ab. Hydrotech und Not Perfect greifen sich noch einmal an, aber haben nichts gerissen. Wozu auch noch? Hier die kleine Christina mit ihrer Mutter. Und hier die Crew von Hydrotech. Der Kampf ist aus. Ich gebe ab an Jürgen. Und hier die Schweizer, hier unser Schweizer Team. Wir haben euch ja adoptiert extra für die deutsche Meisterschaft. Mit dem Kampf alles okay gewesen? Ihr seid ja sehr aggressiv rausgekommen in den Kampf rein. Keine Probleme gehabt? Wir hatten schon ein bisschen Steuerungsprobleme, aber am Schluss ging es dann. Aber Swissmade hat geschlagen, hat alles gehalten am Teil, irgendwie am Roboter nichts abgefallen, gar nichts? Nein, es hält alles noch. Es sieht so aus. Sieht so aus, ja. Wir müssen noch genauer schauen. Was muss ich noch ändern für den nächsten Kampf, für die nächste Runde? Müsst ihr irgendwie Veränderungen vornehmen? Unsere Fahrtechnik muss ich noch ein bisschen verbessern. Also schneller fahren? Ja, schneller. Wir haben einen Turbo, den haben wir aber nicht eingeschaltet gehabt, aber das nächste Mal wollen wir einschalten. Okay, also auf jeden Fall Glückwunsch, dass ihr gewonnen habt. Auch Glückwunsch für die nächste Runde. Und ich denke, alle drei Teams haben wirklich nur mal einen ganz dicken Applaus verdient. Unsere drei Roboteers! Und wir werfen einen Blick aufs Battleboard. Absolut krankhaft und Daldorf raus. Tsunami, Black Hole, Not Perfect und Hydrotech weiter. Und daraus ergeben sich die folgenden Begegnungen. Black Hole tritt gegen Hydrotech an und Tsunami gegen Not Perfect.
Paarungen, die akute Spannung versprechen. Hydrotech gegen Black Hole, die nächste Paarung. Und wir sind zuerst bei Hydrotech gelandet. Eigentlich, wenn ich mich so recht erinnere, sah genauso aus wie vor dem ersten Kampf und nach dem ersten Kampf. Ja, wir haben nichts geändert. Also ihr verfolgt einfach weiter die gute Strategie, einfach schieben und vor allem hier mit dem Hammer. Schieben. Bei dem wollen wir schieben. Bei dem wollt ihr schieben? Ja. Ihr habt ihn ja auch schon so ein bisschen beobachtet. Vor allem die Schwäche. Habt ihr eine Schwäche gesehen bei Black Hole? Ja, Schwäche ist schwer zu finden. Ist vielleicht ein bisschen klein, aber er hat vor allem Stärken. Das sind seine Zähne. Das Duell kann beginnen. Wort gegen Wort. Aus Wohlen in der Schweiz. Hydrotech. Aus Dachau in Bayern. Black Hole. Die Bots begeben sich auf ihre Position. Es kann losgehen. Roboteers, stand by. 3, 2, 1, activate. Vorstoß von Hydrotech. Black Hole weicht aus. Die kompakte Kraft seines Gegners scheint ihm Respekt einzuflößen. Erster Kontakt, Black Hole wirft sich gegen Hydrotech. Und der fährt jetzt seinen Lifter aus, der allerdings momentan völlig wirkungslos ist. Genauso wie sein Hammer. Beide Robots extrem wendig und flink wie Taschenliebe in Warschau. Angriff Black Hole! Aber Hydrotech hat nicht vor, es ihm so einfach zu machen, obwohl seine Bewaffnung nicht wirklich zum Zuge kommt. Hier zeigt die Hydraulik ihre Schwäche, sie ist träge. Deutlich zu sehen, die Beschädigungen, die Black Hole ihm zugefügt hat. Der Liftarm schon ziemlich verbogen, beide aber ungefähr gleich stark. Offensichtlich kommen die Teams wesentlich besser mit ihrer Steuerung zurecht als in ihrem ersten Kampf. Hydrotech stößt vor mit einem Liftversuch und fehlgeschlagen. Wie sein Versuch, Black Hole mit seinem Hammer zu plätten. Er ist mit seiner Hydraulik einfach zu langsam. Hier deutliche Kampfspuren an der Verkleidung und Hydrotech scheint lahmgelegt. Er ist bewegungslos. Leichtes Spiel jetzt für Black Hole. Etwas Raum steigt auf und das Team diskutiert. Und wir wohnen den Kniepenuntergang von Hydrotech bei. Der Schiedsrichter naht. Hydrotech leblos wie ein deutscher Beamter im Dienst. Nicht reanimierbar und jetzt wird er ausgezählt. Seine Zeit läuft ab. Und das bedeutet freie Bahn für unsere House Robots. Und das sind sie auch schon. Mr. Psycho kommt und nimmt genüsslich Maß. Er lässt sich lange Zeit. Er zelebriert den Untergang. Aber jetzt, das hat gesessen. Früher wurde auf diese Weise die Wirksamkeit von Kopfschmerztabletten getestet. Und die arme Crew, ja, das muss wehtun. Schand schiebt Hydrotech in Richtung des Arena-Flippers. Und alle Robots fliegen hoch. Und wir sehen uns die Wiederholung an. Ja, ein schönes Bild. Jetzt ist wirklich nicht mehr viel von ihm übrig. Aber die House Robots können den Hals scheinbar nicht voll genug kriegen. Shunt aktiviert den Pit. Die Fans sind nicht leicht zufriedenzustellen. Und Shunt betätigt sich nun als Totengräber. Und er beerdigt sich gleich mit. Ja, da ist er wohl ein bisschen übereifrig gewesen. Und hier sehen wir es gleich nochmal. Der doppelte Versenker. Cease. Das also war's. Und hier der Sieger. Ich rufe Jürgen. Oh,
dieser Kampf. Ja, und vor allem auch diese Rotorenblätter, diese Spinner, die haben Hydrotech nicht unbedingt gut getan. Und plötzlich ging es, ihr habt es gesehen, irgendwann gar nichts mehr in der Arena. Auf jeden Fall haben wir einen Verlierer, das ist Hydrotech, und einen Gewinner. Und der ist auf jeden Fall im Finale, Black Hole! Lachen, das ist doch schön. Ja, jetzt können wir lachen. Ja? Also diese Spinner, die waren, glaube ich, am Anfang euer Ende. So kann man das ungefähr sagen. Ne? Ja, die haben irgendwas mit der Maschine kaputt gemacht. Und plötzlich ging gar nichts mehr. Was war da los genau? Motor ist abgestorben, wahrscheinlich die Zündung in einem oder so. Wissen wir nicht. Und danach haben die Hausroboter noch schön bearbeitet. Ja, die waren nett. Und danach in die Grube rein. Was ist noch übrig geblieben von dem Teil? Habt ihr das schon gesehen, euren Roboter? Nein, wissen Sie nicht. Da sind wir mal gespannt. Ja. Also, der sieht wahrscheinlich nicht ganz, nicht richtig gut aus. Mhm. Ne? Bevor es aber dazu kommt, wollen wir euch noch mal etwas Pitstop-Atmosphäre vermitteln und hinter die Kulissen schauen. Hier sehen wir die Jungs von Hydrotech bei der mühseligen Wiederbelebung ihres Robotkadavers. Das sieht wirklich böse aus.